Ja, hi, ich grüße euch. Also das hier ist ja einfach nur schön. Das ist ein Outside-Simulator. Where would you like to be? Also wo möchtest du gerne sein? Und dann kann man hier einfach, das ist total simpel. Also hier muss man überhaupt nichts. Das ist ein reiner Genuss-Simulator, würde ich mal sagen. Ich kann hier auf irgendwas draufklicken. Und dann geht das so los, ne? Dann kann man hier, wenn man die Maus bewegt, dann ist hier oben so ein Menü. Fullscreen, das habe ich jetzt schon mit F11 erledigt. Dann könnte ich Next Location sagen, also wenn es mir egal ist, wie das heißt. Weil es wird nämlich nicht eingeblendet. Aber ich mache mal lieber Back to Website, damit ich vorher auch weiß, hier, wie das heißt, ne? Zum Beispiel Grenoble. Ach, es ist herrlich. Also richtig tolle Bildqualität. Ich habe schon mit der Maus so rumprobiert, also man kann wirklich gar nichts steuern, wie mir scheint. Also ich habe nichts gefunden. Es ist einfach nur ein Video, was abspielt. Das hat halt mit einer wirklich guten Actionkamera wahrscheinlich aufgenommen. Vielleicht auch mit einer anderen Kamera. Aber ich glaube eher eine Actionkamera, weil die sind immer am unauffälligsten und sind auch schön klein und leicht. Ja. Und so weiter, ne? Mehr ist hier gar nicht zu tun. Also es ist wirklich nur zum Zurücklehnen und genießen. Hier ist zum Beispiel Japan. Ich habe ein paar angeklickt. Ein paar wenige. Zwei, drei habe ich angeklickt. Der ist hier echt abgefahren. So simpel, ne? Da kann man ja. Ich weiß nicht, wie lange so ein Video geht. Weiß ich gar auch nicht. Da kann man ja stundenlang hier durch die ganze Welt. Hier, schau mal rechts, wie viel da noch kommt. Vancouver, ah, das ist in Kanada. Westkanada. Ist sehr europäisch, Vancouver. Das hat mich früher schon mal interessiert, als ich noch so Auswanderungspläne hatte. Also Australien und Kanada hatten mich schon interessiert. Und Vancouver ist halt vom Klima sehr feucht, aber ansonsten so wie Europa, ne? Also nicht so kalt wie im Osten Kanadas. Aber eine sehr schöne Pflanzen- und Tierwelt. Ja gut, also die Perspektiven wechseln natürlich. Der geht jetzt nicht hier stundenlang durch den Wald. Irgendwann geht er dann auch mal woanders lang, ne? Aber das möchte ich euch selbst überlassen, dass ihr das selbst rausfindet. Vielleicht haben wir irgendeinen Kölner Dom. Naja, gut. Disneyland. Hunter Valley. Ah, das ist Australien. Ja. Sydney. Na gut, machen wir das mal. Ah, hier mit dem Auto. Ah, cool.
Bäume überall. Mich gerade so in die Kurve legen. Aus dem natürlichen Reflex irgendwie. Jetzt in die andere Richtung. Oh, jetzt überholt er den. Doch nicht in der Kurve. Nee, Gott sei Dank. Weil er fährt schon auf der falschen Seite. Was ist das? So und so. Da kann man sich ja richtig. Da fängt man ja schnell Feuer, habe ich gerade gemerkt. Und liebsten hätte ich es weitergeguckt. Also einen mache ich noch zum Schluss. Und dann könnt ihr selber weitergucken. Ich mache mal irgendwo hier ganz unten. Keine Ahnung, was ist denn das? Charlotte, USA, Fourth Ward. Was immer das ist. Ah ja, dann geht er durch die Stadt. Ist auch schön. Ja, irgendwie hat sich das in der ganzen Welt so als Standard durchgesetzt, ne? Straße. Fußweg, Bäume, Straßenlaternen, sieht irgendwie überall gleich aus, finde ich. Mülltonnen. Machen die Mülltrennung? Bisschen, ne? Hydrant. Jo, also. Das ist auch mal lustig, was völlig Anspruchsloses, wo man überhaupt nicht nachdenken muss. Aber ich finde es sehr entspannend. Also da könnte ich bestimmt Stunden reingucken. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, entspannte Zeit. Und bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, eine Palme. Oh, Vorsicht, Auto. Ah, er guckt sich auch um.